Ja, und damit willkommen zu Astroneer, Early Access in der Alpha-Version bei Steam und Forschungsupdate, wie ihr seht, haben wir jetzt auch drauf. Ich will es einfach mal zeigen, ich habe es schon ein bisschen länger. Jo, und ich bin mal gespannt, was es denn Neues gibt. Gibt es auch mehrere Figuren? Mittlerweile sind es 4. Wir nehmen wieder den Astronaut, ich glaube, das ist Astronauts-mäßig. Am besten hier haben wir so einen dünnen. Wir nehmen den hier. Oh, Musik ist schade, siehst du? Musik geht nicht sehr lang. Okay, ich bin auch schon bald 5 Minuten, ich bin auf Hauptmenü. Ja, wir landen einfach mal und legen los. Und viel Spaß beim Zuschauen. Und schon mal danke fürs Zuschauen und fürs Einschalten. Ja, Abo könnt ihr natürlich auch gerne da lassen. Ich freue mich über jeden hier bei mir im Freizeitkanal. So, wir landen einfach mal. Dann heißt es auch schon im Schritt 1 Ressourcen sammeln. Oh, die Kamera geht aber jetzt arg langsam. Ich glaube, die müssen wir wieder umändern hier. Uiuiui, da haben wir jetzt jede Menge neues Gedöns. Vorsicht, können wir ruhig anmachen. Helligkeit passt. Ultra, jawohl. Postprozessor, glaubt die Bewegungsunschärfe. Gucken wir gleich noch. Da ist immer noch so. Laberik. Achso, er hat es nicht übernommen. Wie übernimmt er das? Zum Hauptmenü. Oder der übernimmt es erst beim nächsten Mal. Das kann wohl sein. Mit der Lasing. Ja, lass noch mal auf hoch. So viel brauchen wir da jetzt nicht. Empfindlichkeit kann man nicht einstellen. Okay. Neue Futures, drücken Info, jawohl, mach mal. Okay, wir haben einen Forschungskatalog, ja, darüber habe ich gerade schon mal was gelesen. Für den Katalog auf der Seite ist hochzuhalten und wir sind bald, um neue druckbare Technologien freizuschalten. Das finde ich gut. Was haben wir noch? Du kannst neue Objekte und Bytes sammeln. Forschungsvorgänge erfordern Konstanz. Okay, die brauchen Energie. Das ist aber auch gut so, weil dann können wir theoretisch unendlich forschen. Öffne das Solar Modul Information, den Forschungsfortschritt. Okay. Drücke Kanister aus dem Rucksack. Kanister können daran Werkzeuge, Herde sammeln, verwenden. Mineralextraktor. Cool. Okay. Also, da haben wir wieder F1. Viel zu tun. Das sieht ein bisschen schwammig aus, habe ich das Gefühl. Ne? Irgendwie so. Pixelig. Ah, an Auflösung, gucke mal. Ja, dann. Oh, Grafik. Audio. Aha. Okay, ja, wir nehmen es erst nach Neustart. Wir starten einfach mal neu. Und dann haben wir auch diese pixeligen Pixel weg.
Bis dahin, bis gleich. So, da sind wir auch schon wieder. Laden. So, mal sehen. Ja, sieht schon besser aus. Ist okay. So. Sauerstoff ist aufgeladen. Welche Richtung bauen wir denn? Das ist auch immer so eine Sache. Oh. Harz. Ach, wir brauchen Harz, nicht Gemisch. Wir haben jetzt Gemisch gesammelt, richtig? Guck mal. Könnten wir das theoretisch auch ausbauen? Das machen wir natürlich erstmal noch nicht. Und erstmal ein weiterer. Genau, so machen wir das. Oh, jetzt kommt nochmal richtig Sonne raus. Da hinten ist er. Boah, da sieht man ja gar nichts mehr vorher. Oh, doch, ein bisschen sieht man die Sonne da. Wie der Planet da vorbeizieht. Oh. An dem anderen vorbei. Mega geil. Wir können übrigens auch auf die Planeten drauf, ne? Also zum Landen und so. Aber so weit sind wir ja noch nicht. Rucksack. Lichtfeuer. Schmelzer. Coole Sache. Wir brauchen aber erstmal. Wir kennen nur den kleinen Generator, bauen wir den Generator. Und der braucht organische Ressourcen. Okay. Dann hätte ich gerne. Auf diese Seite. Kann ich mir den Schwert reinbauen? Ja. Das ist cool.
Das finde ich richtig gut. Dann bleibt nämlich mein Rucksack frei. Alles klar. So. Jetzt haben wir hier so Organisches, das klatscht mir drauf. Finde ich gut. Aber, warte mal. Kann ich den Generator hier an das Schiff ranbauen? Geht das noch? Jawohl. Das finde ich nämlich noch ein Tick besser. Das ging, glaube ich, vorher nicht. Also die Rucksackgeneratoren konnte man, glaube ich, nicht daran. Die ging nämlich dann nur noch mit Kohle. Und ja, wenn du mal schnell Strom brauchtest, ja, war keiner da. Okay, wo haben wir jetzt das Harzfeld? Das war hier drüben irgendwo. Ja. Setzen. Man könnte doch auch wieder glatt ziehen. Ebenen. Linke Steuerung ist Ebenen. Hinzufügen ist links Alt und Ebenen ist Steuerung. Probieren wir nochmal. Okay, das können wir jetzt nicht mehr. Also wir können Löcher bohren, aber die nicht wieder zumachen. Also müssen wir jetzt vorsichtiger agieren wie vorher. Oh. Was haben wir hier drin? Thank you.
So, sehen. Ja, kann man ausbauen. Forschungskammer. Brauchen wir die schon? Okay. Brauchen wir momentan nur die zwei. Alter, das sieht aus da hinten der Planet. Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, ob man vorher überhaupt so weit gucken konnte. Auf die kann man übrigens, wie ich es vorhin schon mal gesagt habe, drauf. Ne? Also, völlig cool. So, dann machen wir hier, haben wir jetzt Forschung. Noch keine Forschung, dann machen wir nebendran. Oh. Machen wir den Schmelzer. Okay. So. Dann könnte man da auch gleich noch ausbauen, wenn wir immer Harz haben. Tja, und jetzt brauchen wir so Forschungsdinger. Dann sehe ich schon eins auf dem Baum.
Gibt's hier auch irgendwo eins in der Nähe? Nö. Na gut. Tragen wir das mal hin so. Zu wenig Energie. Okay. Oh oh. Das hört sich nach Sturm an. Da drüben ist er. Das ist ein Sturm, ey. Wenn du von den Dingern getroffen wirst, dann bist du tot. Dann bist du down. So ein Solarteil bräuchten wir mal. Schritt sieht gut aus.
vielleicht mal noch so einen Generator bauen. Da brauchen wir Gemisch. Okay, Gemisch. Oh, guck mal, da wachsen neue Pflanzen da drin. Und hier ist noch so ein Teil. Oh ne, das war da oben drauf anscheinend. Okay. Da, guck mal. Ein Forschungsding. Es ist auf jeden Fall nicht mehr so einfach, wie es mal war. Das ging mal richtig gut hier. Ne, nacheinander weg, dann hast du nichts mehr zu tun. Mittlerweile schon etwas schwerer geworden. Oh, da oben ist ein Raumschiff abgestürzt. Aber da will ich jetzt noch nicht hin. Ich glaube, das schaffen wir auch noch gar nicht. Wir haben dann noch zu wenig Energie. Hier war das Harz. Sauerstoff. Wir müssen auch die Seile irgendwann bauen. Da kommen wir nicht drum rum. Okay, verbleibende Forschungsdauer. Es dauert auf jeden Fall länger wie vorher. Da haben wir noch Bubbles. Jawohl. Thank you.
ehrlich gesagt, wenn ich noch einen Generator baue. Das Problem ist, haben wir dann vielleicht zu viel Strom? Weil wir brauchen ja dann auch die doppelte Menge an Graszeugs. Wir die Steine eigentlich mittlerweile anpacken? Nee. Wir können ja noch eine Forschungskammer bauen. Mein Harz könnte man ja finden, das war ja da hinten irgendwo. Oder da hinten irgendwo. Da hinten war das Harz. Schmeißt er es nicht raus jetzt? Das habe ich auch schon festgestellt. Er macht es jetzt überall, wo er Platz hat. Knallt das erstmal in den Rucksack an die Waffe ran. Was haben wir denn jetzt eigentlich freigeschalten? Oder wir schalten jetzt gar nichts mehr frei, sondern müssen einen Rucksack nehmen, um das freizuschalten. Kann das sein? Okay.
Boost-Modus. Schmale Anpassung, breite Anpassung, Ausrichtungsmodus. Mittelgroße Drucker. Fahrzeugbucht, mittelgroßes Lager. Wir brauchen erstmal den Drucker. Okay, wir wandeln das jetzt quasi in, ja, in diesen Bytes um und jetzt können wir uns selber aussuchen, was wir haben wollen. Also es ist nicht mehr zufällig. Das hat natürlich auch was, warte mal. Herstellung. Was haben wir hier? Arbeitslicht. Also Rover, offener Sitz. Generatoren, Verbindungen. Da, Verbindungen. Kleines Solarmodul. Solarmodul kostet 2500 Bytes. Wir machen mal das kleine.